Willkommen zurück hier zu Config 2, die Nacht des Raden, bei, wie ist der Typ? Erol, genau. Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie kaum schleppen konnten. Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengars Hof weitergezogen sein. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Vielleicht haben die ja einen Hinweis darauf, wer der Händler ist in der Stadt. Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Sie heißt zur Toten Harpie. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weidenplateau und der Eingang zum Pass ins Minental. Wegen der Steintafeln. Was ist denn mit dieser hier? Nein. Ey, was? Solche Steintafeln sind magisch aufgeladen. Oh, gut. Tafeln dieser Art will der Wassermagier leider nicht kaufen. Puh, Glück gehabt. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Ich hätte gerade gedacht, ich hätte ihm jetzt eine der Steintafeln abgegeben. Aber die will ich ja behalten, um mich stärker zu machen. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Sicher kann ich das. Nee, lass mal. Die Punkte stecke ich lieber in Mana. Zeig mir deine Ware. Oder in Zauber. Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg. Dann sind sie vielleicht in der Höhle oder sind sie oben bei den Banditen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal hier Laris folgen, weiter zu der Taverne. Und das da rechts dürfte sie schon sein, die Taverne von Orlan. Ach so, wir laufen gleich weiter zum Söldnerhof. Natürlich tun wir das. Mhm. Ich sehe gerade hier ein Feldknütterich. Den werde ich gebrauchen können, um Tränke zu machen. Oh, hey, der Pirat, oder? Ist das nicht Greg? Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Greg. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Nachher. Ich komm wieder, keine Frage. Wenn ich ein bisschen stärker bin und fast Söldner. Ja, aber nur fast. Dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm. Filz sammeln. Ja. So, wir sind da. Was? So. Den Rest des Weges wirst du alleine zurücklegen. Ich muss zurück in die Stadt, hab noch ein paar Sachen zu erledigen. Folge einfach dem Weg hier und denk daran. Setz dich durch und lass dir nichts gefallen. Dann läuft schon alles glatt. Okay, vielleicht gehe ich lieber doch zuerst zur Taverne und level da vielleicht noch ein bisschen hoch, lerne die eine oder andere Sache. Apropos leveln, ein Scavenger, den will ich. So, sehr schön. Und, Laris, was nicht Orlan hat ja gerade, Erol hat gerade gesagt, die Taverne liegt in der Mitte der Insel. Und das ist auch tatsächlich so, wie ihr seht. Und da oben ist das Kloster, das heißt von hier aus gibt es dann auch eine Abzweigung und einen Weg, der zum Kloster führt. Ich will jetzt mal schauen, wo das ist. Das müsste das hier sein. Genau, da geht es dann nachher zum Kloster. Da oben ist auch schön eine Innos-Statue. Aber das ist der Weg, den ich hier als letztes gehen oder nehmen werde. Denn das ist ja der Weg, den ich letzten Endes auch wirklich nehmen werde. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Ja, ist ja gut. Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Diego. Du redest von Diego. Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werd's wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht.
Wollen wir doch alle. Gold. Wir alle wollen Gold. Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verprasst es im Bordell, so wie ich dich einschätze. Was? Nein. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt habe. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Der ist ja sympathisch. Warum habe ich dir noch gleich geholfen, in die Stadt zu kommen? Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Ist doch wahr. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Onor, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Proviant? Du bist ja in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Ja, das ist üblicherweise so. Komm, ich geb dir mal ein bisschen was. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Moment. Nur um sicher zu gehen. Würde ich hier gerne speichern, wer weiß. Ich habe irgendwie so schlechte Erfahrungen mit Höhlen gemacht bisher. 5 Lebenspunkte sollte ich vielleicht auch nochmal auffüllen. Weinbier brauche ich nicht zum Tränke brauen, ne? Gut, also, lass uns gehen. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Ja, ich komm mit. Sag mal, kannst du nicht einfach direkt nach rechts sich drehen? Muss es so rum sein, dass du mich komplett verwirrst? Ach ja. Ah, wie passend, er läuft weiter Richtung Söldner. Habe ich immerhin mal für den ersten Teil des Weges hier noch eine kleine Leibwache. Da ist wieder ein. Ja, das hast du auch früh gemerkt. Ein Mistvieh weniger. Habe ich jetzt Erfahrung gekriegt von seinem? Weiß ich gar nicht. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon mal eine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Also bestimmt überall was ist mit Kreuze. Dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Du faule Sau, ey. Jemand muss auf unseren Rückzug achten. Ist nur zu faul, es selber zu machen, gib's zu. Ja, gut. So viel Schaden habe ich ja jetzt nicht gekriegt. Butlerfleisch rein. Und dann stopfe ich mal eine Fackel. Oh Gott, ich rede schon so wie der. Ach ja, was haben wir denn hier? Goblins! Na, komm her. Goblins schaffe ich doch. Davon habe ich mich schon ganz am Anfang ohne Rüstung nur mit einem schweren Ast angelegt. Nicht zu plündern. Davon, mit einigen davon. Wäre doch gelacht, wenn ich die hier nicht schaffe. Und ich brauche wieder ganz viele Lebenspunkte. Und das mal so. Da links habe ich Goblins gehört. Ich versuche es mir erstmal hier drüben. So viel dazu. Hallo, Spiel. Hallo? Jetzt. Oh, das war ja... schwarze Goblins. Die sind bestimmt stärker. Oh ja, die geben doch zu viel Erfahrung und sind auch deutlich stärker. Und ich stehe mitten auf dem Feuer und kriege keinen Feuerschaden, weil ich so gut bin. Denn schließlich bin ich ja Feuermagier. Dummdi-dumm. Ein Fisch? Aha. Achso, ja, nee, Moment. Fische hatten die öfter schon dabei, die Goblins. Das ist jetzt nichts Neues. Brot, bisschen rohes Fleisch. Das haben wir gerade gebraten. Und was hat der noch so dabei? Eine wertvolle Innos-Statue. Interessant. Wo hat er die wohl her? Hat nicht irgendwer gemeint, die wäre von Goblins gestohlen worden? Oder bilde ich mir das gerade wieder nur ein? Keine Ahnung. Ich futter mal hier Wurst. Aber Wurst alleine schmeckt nicht, deswegen noch eine Fischsuppe hinterher und dann Brot. Den Fisch hebe ich immer auf, denn schließlich kann ich damit ja Fischsuppe machen. Oder machen lassen, genauer gesagt.
Ich glaube, ich doppelt so viel heilt, oder? Fisch 5. Ich glaube, die Suppe hat 10 geheilt, ja. Ja, Kleinigkeiten. Ich würde jetzt nur halt gerade die Heiltränke, die Heilkräuter, genauer gesagt, nicht aufbrauchen. Und solange ich noch so früh am Anfang bin und nur so wenig heilen muss, kann ich ja ruhig die kleineren Heildinger nehmen. Den Schwarzen zuerst, ne? Der macht am meisten Schaden, glaube ich. Na, komm schon! Ich muss weg, ich muss weg! Ich wollte gerade abhauen, das hat irgendwie nicht geklappt. Was? Habe ich gerade nicht den leeren Spielstand geladen? Oder täufe ich mich da gerade? Was habe ich da jetzt gerade geladen? Ach, da habe ich reingespeichert in den leeren Spielstand? Keine Ahnung, wann das war. Ja, was zur Hölle habe ich da gerade gemacht? Warum bin ich da nicht so gut zurechtgekommen bei den Goblins? Und habe ich vielleicht einen Zauberspruch? Ich bin ja schließlich Magier. Mit dem ich mir das ein bisschen erleichtern könnte. Vergessen ist hier unnötig. Feuerball. 75 Magieschaden. Und dann, ja, ansonsten Feuerpfeil. Ich probiere es mal mit dem schwächeren Feuerpfeil. Und heb mir den stärkeren Zauber für später auf. Ich möchte natürlich den schwarzen Goblin zuerst. Ah, so gefällt mir das. Sehr schön. Da fühle ich mich doch gleich als Magier. Hey, hey, Goblin, da geblieben. Jetzt komm nicht auf die Idee, mich umzulegen, ja? Junge! Wackel nicht so rum, ich treffe dich nicht. Ich dachte gerade, ich hätte da drüben was im Augenwinkel gesehen, aber nee, da ist nichts. Glück gehabt. Was zur Hölle war das denn? Das waren doch nur normale Goblins. Der Schwarze war ja schon außer Gefecht. Und da sind noch mehr, so wie sich das anhört. Dann gehe ich erstmal noch hier hinten. So ein bisschen die Deckung hinter dem Feuer. Nicht, dass es wirklich was bringen würde. Ah, meine Güte. Dann brauche ich hier mal 60 Lebenspunkte. Und dann futter ich, glaube ich, hinter der Wurst noch ein bisschen Wanzenfleisch. Das gibt nochmal 10. Genau. So, dann hätte ich hier noch einen Feuerball. Und ich sehe gerade, ich habe keinen Mana mehr. Ich könnte mir jetzt natürlich das Mana... Ja, plus 5, das lohnt sich halt irgendwie nicht. Plus 10, weil ich ja nur 5 brauche. Ich glaube Wacholder, oder? Mach Wacholder, naja, halt immerhin ein Mana. Alkoholische Getränke heilen Mana, stimmt, da war was. Hätte ich was vergessen? Aber gut. Dann zauber ich jetzt halt erstmal eine Runde nicht mehr. Ich schätze mal, das waren die schwersten Gegner hier drin. Ah, ein X. Ein X, wie schön. Da kommt zuerst, ja? Wow, das hat ja gut geklappt. Gleich ein kritischer Treffer am Anfang. Ah, es gefällt mir. Sehr schön. So, und eure ganz schweren Äste nehme ich einfach mal mit, weil ich es kann und die werde ich alle verkaufen. So. Euer Pech, euer Problem. Beziehungsweise ja, jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Euch gibt's ja jetzt nicht mehr. So. Und dann hacke ich hier mal nach dem... Weiß ich nicht, was er hier vergraben hat. Der alte Pirat, Greg. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein Lederbeutel. Interessant. Ich brauche noch ein bisschen Heilung. Dumm. Wo kriege ich jetzt meine 5 her? Ich hatte doch hier noch eine Waldbeere, genau. Ich will die Pilze nicht essen. Ich will den Bonus echt aufheben für später, weil die Lernpunkte werden knapp werden. Und ich kann jeden extra Punkt oder jeden gesparten Punkt gebrauchen. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, so lange, du faule Sau. Ich könnte jetzt Nein sagen. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Warum soll ich das tun? Also, auf dem kleinen See mit den 2 Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein.
Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht, das würdest du bereuen, klar? Ja, okay, alles klar. Ein toter Wolf. Ja, das könnte ich jetzt alles tun, aber mir ist gerade zu dunkel und deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück zur Taverne. Da hinten ist ja schon ein kleines Feuer mitten in der Dunkelheit. Und da will ich mich da drin mal umschauen. Ich schätze, es ist ein bisschen heller als hier draußen. Und nicht zuletzt dürfte ich da drin entweder eine Übernachtungsmöglichkeit finden oder mich so lange beschäftigen, bis es wieder hell ist. Und das heißt, zur toten Harpie. So. Einmal speichern, bitte. Wer weiß, was mich da drinnen erwartet. Ein Bauer. Die Miliz kommt uns auch nicht zu Hilfe. Sie kommt nur aus der Stadt, um uns unsere Ernte und unser Vieh wegzunehmen. Ja, das ist oft so. Warte mal. Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste. Aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Das ist kein Geheimnis. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Das habe ich früher auch. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Was denn? Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Ich dachte, das ist nicht gut. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na, wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Das will doch keiner mehr. Warte mal, was? Der bescheißt doch bestimmt, oder? Wenn er das so offen anbietet. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Interessant. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Warum erzählt dir keiner mehr was? Oh Mann. Ich erzähl dir doch nichts. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Wenn du vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch, einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Gute Sache. Da werde ich den mal ein bisschen ausfragen. Zum Beispiel über den Typen mit der Augenklappe. Nicht Greg. Oh, er schlägt einen Ring an. Vielleicht gehört er auch zum Ring des Wassers. Und hat eine Rüstung und hat ein Zimmer und er verkauft Dinge. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Oha, er gehört zum Ring des Wassers. Mensch, da wollte ich gerade so einen schönen Cliffhanger machen, denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Ah, schade, hat das mir versaut. Aber egal. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich werde ein bisschen nutzloses Zeug verkaufen. Und dann werde ich ihn ein bisschen ausquetschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.